alles. Besitz. Warte mal, hier kam was, aber den will ich gar nicht haben. Kern. Nachricht des Tages, kann man hier nicht machen. Nee. Nachricht des Tages, nee, gibt's nicht. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Schnappe dir! Hat nicht geschnappt. Wie geil die aussieht, ne? Ja, Stufe 24. Okay, dann lassen wir weitermachen. Ich habe nämlich jetzt noch was vor. Pass mal auf, ich hab mir nicht mehr Gedanken gemacht. Ey, kannst dich abschießen. Wir können ja mal hier nochmal einfach ein Gebäude draufhauen. Pass mal auf. Ich habe nämlich was vor. Astronomieflügel, guck mal. Hier haben wir alle Flammen. Okay. Zauberkunst und. Gehen wir mal einen zurück. Zurück, genau. Glockenturm haben wir anscheinend auch alles. Okay. Große Treppe. Haben wir auch alles? Ja. Große Halle. Gibt es nur zwei? Okay. Ah, ich habe gerade was gesehen. Bootshaus. Da. Da waren wir noch nicht. Und da gehen wir auch jetzt hin. Finstere Tiefen. Wenn du siehst, dann steh ich in der Bootshaus Hogwarts. Ich sollte mit ihr sprechen. Ich bin in der Robert-Belohnung. Da wollte ich jetzt hin, weil am Bootshaus ich noch nicht war. Genau. Und dann gucken wir weiter. Weil da könnte nämlich noch eine Karte sein, die wir vermissen. Das habe ich mir mal so ein bisschen so überlegt. Hab gedacht, da könnte noch eine Karte sein, weil es ist ja immer noch da. Und ich habe da auch noch eine Idee bekommen, durch den Justin auch. Ich danke wieder dem Justin, dass er mir auf die Idee gebracht hat. Wieder mal auf Abenteuertour. Und das werden wir jetzt gleich auch noch ausprobieren, wenn wir eine finden, heißt es. Ich sage noch nichts, was ich suche. Jede Woche bekomme ich einen Heuler von meiner Mutter. Das macht mir Spaß. Wie, die kriegt jedes Mal einen Heuler? Boah. So, gehen wir hier hoch. Ah ne, warte, gehen wir weiter hoch. Ach ja. Aber was war gerade hier? Run! Ging es hier? Da war doch irgendwas, oder? Wo hat es denn gemacht? Ring! Naja gut, wir gehen weiter. Leider. Ah, hier. Warte mal gerade. Ich mach den mal an. Eins, drei, ne? Zwei am besten. Confringo! Warte mal gerade, hä? Oh, hier ist auch noch was. Oh, hier ist auch noch was. Warte mal gerade.
5. F. Das müsste es sein. Und der ist eine 2. Oh Mensch mal. Das Ding? 2. Stimmt. Und das Ding? N1 oder MUV oder was? Das müsste sein. Anders geht's ja nicht. Da gibt's auch noch hier. Ach, da hinten. Mach du. Oh, jetzt geht's aber los. Jetzt können wir hier aber. 2. Und da. Jetzt müssen wir gerade gucken. Mit dem hier. Das ist eine 3. Man müsste da. Das ist eine 3. Nee, oder? Hammer! Schon wieder ein neues Rätsel entdeckt. Krass! Hey, wie geil ist das denn? Rebellion. Wie geil ist das denn, ey? Krass! Wie krank ist das denn? Schon wieder was Neues entdeckt. Wow. Wow, was für ein Kau. Okay, dann gehen wir hoch. Okay. Geil. Okay. Sehr cool. Oh, ne? Haha. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir müssen jetzt immer auf andere Sachen achten. Noch zusätzliche Sachen. Krass, bevor wir hier irgendwo herrennen. Okay. Jetzt alles so ein bisschen ruhig, ne? Warte mal. Rebellion. Hier habe ich auch schon alles. Geht das durch? Geht's nicht. Also eine kleine Wand, die man nicht durchdringen kann. Gerade. Okay, ja gut. Jetzt, wo ich meine Koboldsteine wieder habe, nehme ich es mit der Konkurrenz auf. Wenn es welche gibt. Ja, ich glaube, die wollen alle nicht. Okay. Rebellion. Mensch, ich geh mal hier gerade hin. Ich weiß, aber vielleicht habe ich hier doch noch was anderes hier gerade. Ich gehe nochmal kurz hier hoch.
Okay. Gut, ich würde sagen, aber wir werden da gleich hinten rüber rennen. Ne, wir gehen hinten rüber. Alles klar. Was ist das? Revelio. Was ist dieses? Das ist so, als wenn ich so irgendwas öffne, so ein Papier oder irgendwas, ne? Guck mal hier. Voll krass, ey. Revelio. Verstehst du das? Ich nicht. Okay, dann wollen wir mal hier runter. Na gut, dann wollen wir mal. Ich habe keine Ahnung, irgendwas ist hier faul, aber ganz gewaltig, ey. Letztes Mal bin ich nicht runtergekommen. Stimmt, das Ding war zu. Ja, stimmt. Ah, wieder Fehler, Pixelfehler. Okay, Pixelfehler. Ja, auch wieder, guck mal hier. Ja, Fehler. Ihr habt den Fehler gemacht, einfach Fehler zu machen. Boah. Geil. Das wird doch auch noch zu Hogwarts, ne? Hier das Ding, oder? Revelio. Oh, cool. Die Treppe ist doch hammerhart, oder? Warte. Hier müssen wir gerade mal. Revelio. Nee, wir warten noch nicht. Ich will jetzt erstmal hier was erkunden. Okay, ich habe gedacht, vielleicht kriegen wir hier auch noch so eine Karte. Revelio. Aber es scheint nicht nur der Fall zu sein. Na gut, dann warten wir mal da.
Revelio. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Okay. Ach, da ist sie. Moment, mal ganz kurz. Ich habe mir Magen ein bisschen zu tun. Ich muss mal gerade eine Tablette nehmen. So. Ja, mal gucken, was sie sagt. Ich würde sinken wie ein Stein. Gehst du schwimmen? Wo denkst du hin? Obwohl ich langsam glaube, ich sollte wirklich schwimmen lernen. Was wäre ich für eine Kontaktperson für die Wassermenschen, wenn ich nicht schwimmen kann? Eine Kontaktperson für die Wassermenschen? Nun, im Prinzip nicht, nein. Diese Position existiert im Augenblick noch nicht, aber das werde ich ändern. Darauf kannst du dich verlassen. Ich bin übrigens Nerida, Nerida Roberts. Wir sind uns erst einmal begegnet beim Duell bei den gekreuzten Stäben. Ja, natürlich. Schön, dich wiederzusehen. Ebenso. Du scheinst dich sehr für Wassermenschen zu interessieren. Das tue ich auch, denn sie werden von uns ebenso missverstanden und missachtet wie Kobolde und Zentauren. Und ich finde, wenn Kobolde und Zentauren Verbindungsbüros im Ministerium haben, sollten die Wassermenschen auch eins haben. Okay. Ich bewundere das, was du tust. Klingt das Zeit nehmen. Beeindruckend. Eine tolle Idee, mit den Wassermenschen Kontakt aufzunehmen. Ja, wirklich? Oh, vielen Dank. Natürlich habe ich bisher eigentlich noch gar nichts getan. Ich habe ihnen vor einigen Wochen ein Geschenk gebracht und sie wollten mir auch eines in einer ihrer Höhlen hinterlassen. Ein Austausch und eine Einladung. Ich wollte ihnen sagen, dass ich nicht schwimmen kann, aber ich habe es wohl nicht gut übersetzt. Mirisch ist echt knifflig. Was ist so interessant an Wassermenschen? Was genau interessiert dich so an den Wassermenschen? Oh, ich kann dir gar nicht sagen, wie wundervoll sie sind. Die Geschichten über sie sollen sogar bis in die Muggelwelt vorgedrungen sein. Die ältesten bekannten Wassermenschen, die Sirenen, stammen aus Griechenland. Schottland hat die Selkies und Irland die Merrows. Ich könnte noch ewig über sie sprechen. Ihre prächtigen Unterwassergemeinden, die Domestizierung der Meerestiere, ihre Kunst und Musik. Es ist eine Schande, wie wenig wir sie verstehen. Was wäre die Aufgaben einer Kontaktperson der Wassermenschen? Was denkst du, würde eine Kontaktperson der Wassermenschen tun? Oh, vieles. Ich will alles über sie erfahren. Wenn ich erst schwimmen kann, werde ich natürlich mein Meerisch perfektionieren. Und ich würde ihnen alles erzählen, was sie über die Welt der Zauberei wissen wollen. Ich hoffe, dass beide Seiten wachsen können, wenn wir einander besser verstehen. Erzähl mir mehr über die Beziehung zwischen Zauberern und Wassermenschen. Was hat die Zaubererwelt bezüglich der Wassermenschen falsch gemacht? Nun, wir haben die Wassermenschen trotz der vielen Gemeinsamkeiten zwischen unseren Kulturen stets herablassend behandelt. Kein Wunder, dass sie den Zauberwesen-Status des Ministeriums vor Jahren abgelehnt haben. Wie kann man solche Schönheit und Intelligenz klassifizieren? Ich kann dir helfen. Also, ich kann schwimmen und ich helfe dir gerne. Das würdest du tun? Oh, danke, danke, danke. Sie sollen auf keinen Fall denken, ich würde ihr Geschenk verschmähen. Diplomatie ist ein Drahtseilakt. Wenn ich mich nicht irre, kann man dort vom Wasser aus direkt in ihre Höhle hinuntertauchen. Was du alles sehen wirst! Finstere Eines Tiefen. Tages werde ich es selbst erleben. Das weiß ich einfach. Dann wollen wir mal gucken, wa? Bin ich schon mal gespannt. Meinst du, sie sind mir echt wohlgesonnen? Bin ich echt mal gespannt. Okay. Bin ich ja mal gespannt, echt.
Sieh mal an. Haben die Wassermenschen Nerida wirklich ein Artefakt hinterlassen? Revelio. Incendio. Nun, so. Du musst jetzt mit mir kommen. Protego. Lumos. Ich nehme die einfach mal mit. Okay. Jetzt fehlt nur noch der Rest von euch. Confringo! Naja, gut. Lumos. Der erste hingehen sollen. Okay. Und was haben wir hier? Revelio. Nerida wird sich darüber freuen. Nerisches Artefakt. Okay, ja. Ich hätte erst hingehen sollen, hätte ich was erzählt darüber. Ach, ich muss das und das machen. Na. Na ja, gut, gucken wir mal. Entweder ist er, ach, ich gib mir was dafür. Da kommt sowas in der Richtung. Das Geschenk von den Wassermenschen war wirklich leicht zu finden. Oh, das ist großartig. Ich hatte befürchtet, sie hätten es als Beleidigung aufgefasst, dass ich es noch nicht abgeholt habe. Unsere Beziehung zu ihnen ist auch so schon angespannt. Ich werde das Geschenk behalten, ich wusste es doch. Es ist wirklich schön, dass wir diplomatische Beziehungen unterstützt haben. Bei Merlins Bad. Oh, wundervoll. Das werde ich allen zeigen, auch dem Ministerium. Soll ich es per Eule schicken oder persönlich hinbringen? Vielen Dank! Du hast vermutlich gerade die Beziehungen zwischen der Welt der Zauberei und den Wassermenschen für Jahrzehnte verbessert. Ich muss das unbedingt untersuchen. Uniform, die... okay. Revelio. Kann ja sein, dass sie jetzt irgendwas hier ist. Na gut. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Okay. Inventar. Hier war das, genau, hier. Okay. Ich würde mal sagen, ohne zu fragen, 30 können wir ja auch noch Erkundungen. Hier.
Löse Geheimnisse von Hogwarts. Dann hier Sammlungen wieder mal. War dazu der Wahrheitsfinder. Die Basis für den Schimmer. Wählst ihn, indem du die Geheimnisse von Hogwarts entlüftest. Okay. Dann haben wir hier Uniform für die mehrische Kontaktperson. Eine. Du erhältst es, wenn du hilfst, damit auf den Berg zu bergen. Genau, das haben wir gemacht. Sehr gut. Was haben wir hier? Quidditch-Ausrüstungsregal. In der Regel voller Quidditch-Ausrüstung. Ui. Okay, brauchen wir auch bestimmt irgendwann. Ringe braun, ein beeindruckendes Ringe, gestielte Design in marmoriertem Braun. Okay. Okay. Dann. Einstellungen. Speichern das Spiel mal ab. 18:08. 18:08 von 28.02. Okay. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt hier mal zu Karte, weil ich folgendes hatte: Südflügel. Die haben aber auch alles. Glockenturm. Dann müsste ich jetzt mal gucken, ob ich zum Glockenturm komme. Geheime Räume. Kartenkammerraum der Wünsche. Glockenturm. Der Glockenflügel. Hof des Glockenturms. Westturm. Unterricht Tierwesen. Flugstunden. Nordausgang. Nee. Lass mal Glockenturm. Ahahaha, Momentchen. Karte. Ich gucke immer falsch. Glockenturm. Ah. Nee, Uhrenturm war das. Alles. Ich habe den Flügel des Glocken. Ich versuch das mal. Das ist nicht das, was ich wollte. Karte. Großteil Bibliothek und Baum. Boah, ey. Kann doch nicht sein, oder? Astronomieflügel. Trophäenraum. Turm der großen Treppe, da bin ich doch, ne? Ich glaube, ich bin auf dem Turm der großen Treppe. Ich suche gerade was, das ist das Problem. Ich drehe mich mal um. Ich gehe noch mal hier gerade hoch. Was ich glaube, ich weiß, wo es sein kann.
Wo ist das eigentlich, wo wir hier immer gekämpft haben? Ach, leck mich doch am Arsch. Scheiße. Ich hab schon alles nicht kontrolliert, ne? Was ist das denn, Drilling? Warte mal. Contringo! Ist hier noch Geheimnis? Ich geh mal weiter. Revelio. Pass auf. Folgendes muss ich jetzt machen. Ich. Drei. Nein. Doch, drei. So, jetzt muss ich hier mal drei drücken. Und dann guck ich mal gerade was. Genau. Hat die Augen zugemacht. Ah! Das ist doch, das klappt doch. Sehr geil. Wieder mal auf Abenteuertour? Aber selbstverständlich. Große Treppe. Ehrlich? Okay. Geh noch einmal hoch. Jetzt gehen wir hier entlang. Jetzt gehe ich hier wieder runter. Revelio. Gehen wir hier nochmal runter. Mal gerade. Drei. Okay, war nix. Schade. Da
dass ich in die Küche nicht komme. Aber das war's schon wieder für heute. Danke fürs Zugucken. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Contringo! Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Revelio! Ja gut, danke fürs Zugucken. Gib dem Video einen Daumen hoch. Ein Abo wäre ja nicht schlecht, ne? Und ein Kommentar, das wäre super, wenn ich das kriegen würde. Von euch mal so ein Kommentar. Naja gut, danke. Bis zum nächsten Mal bei Hogwarts Legacy. Ja.